Hallo liebe Minecraft-Freunde von nah und fern und willkommen in einer weiteren Folge Let's Play Minecraft auf dem Eldercraft-Server. Jawohl! Und zwar, wir sind gut vorangekommen. Und zwar, ich hatte ja angekündigt gehabt, dass ich jetzt da oben die Decke fertig mache und hier die Wände komplett mal runterziehe. Ja, vorher war das Ganze zwei Etagen. Diese Etage, wo wir hier gerade drauf laufen, war alles noch voll mit Geröll und mit Felsbrocken. Total vermoderten Steinen und wir haben tatsächlich geschafft, aus zwei Etagen eine einzige zu machen. Das sieht jetzt aus so ein bisschen wie im Schwimmbad. Oben soll natürlich so Himmel darstellen und ja, das war doch recht kostengünstig. Das teuerste daran war wirklich der Glowstone gewesen. Ich war zu faul, in Nether zu gehen. Folglich habe ich mir für 950 Taler ein Stack Glowstone geleistet und die Wolle pro Stack 100 Taler und damit bin ich absolut einverstanden. Wir haben noch ein bisschen was übrig. So, das heißt, auch von der Beleuchtung her ist es zwar soweit okay, aber wir werden hier unten selbstverständlich auch noch ausleuchten. Und ja, jetzt geht's ans Einrichten. Wir wollen das Ganze gemütlich machen, quasi wirklich so einen schönen Wellness-Spa-Bereich. Und dann müssen wir mal gucken. Jetzt fange ich erst aber einmal an, mit dem Glas zu arbeiten. Und zwar hier möchte ich gerne wieder so ein, ja, ich nenne es jetzt mal Fahrstuhl haben, aus Glas, der das Ganze so ein bisschen, so, zack. Ja, ich überlege gerade, ob wir das wirklich so komplett so kastenförmig machen bis oben. Könnte man theoretisch machen. Ja, komm, so weit ist es ja nicht, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Kann zwar sein. Ach, jetzt haben wir kein Glas mehr. Okay, wir haben kein Glas mehr. Müssen wir dann erst holen und Neues machen, aber ist ja kein Problem. Und somit haben wir schon mal das Erste gemacht. So, jetzt habe ich mir überlegt, so neben dem Aufzug hier ist ja so ein bisschen Platz. Und wir haben hier noch so die gelbe Wolle übrig. Ich hatte mir auch gelbe Wolle gekauft und hier möchte ich gerne so ein bisschen mal was probieren. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt. Mal schauen, so vielleicht aus der Ecke hier so heraus, dass man mal so ein bisschen so vielleicht so eine Art Sonne oder so hier designt. Vielleicht so. Mhm. Und dann gehen wir mal hier wieder runter. Mal gucken, wie das ausschaut. Ja, so eine kleine Sonne. Wenn das dann beleuchtet ist, vielleicht sieht es ja gut aus. Machen wir mal so, dass wir auch noch so ein bisschen Gelb hier so drin haben, so ein paar Akzente. So Orange haben wir auch noch, so ein schönes, grelles Orange. Das werden wir mal. Entschuldigung, das war nicht Orange, das war Gelb. So. Machen wir das mal. Aha, interessant. Dann machen wir das mal so. Und dann vielleicht einmal so und einmal so und einmal so. Den Rest machen wir in Gelb. So, dann haben wir da so eine kleine fröhliche Sonne, die uns anlacht. Vielleicht kann man ja hier noch vielleicht so eine strahlen. Sieht das gut aus? Aber das sieht, glaube ich, nicht so gut aus, oder? Wenn man da so eine Strahlen noch ranbaut, dann strahlt es da so ein bisschen fröhlich vor sich hin. Hm. Ich weiß es nicht. Sieht ein bisschen komisch aus, oder? Ein bisschen kindlich auch. ich steck mich mal kurz nach oben. Mal kurz gucken, ob man hier auch nochmal zwei so eine Strahlen zentriert. Ja, das war natürlich wieder falsch. Oh. Moment, die nehme ich natürlich auf. So, die wollte ich nämlich eigentlich da in die Mitte. Aber da komme ich nicht ran, ist das doofe. Muss ich mich hochstecken. Hilft ja alles nicht. So, jetzt komme ich aber ran. Und zwar hier und oh Gott. Hallo? Wo ist das denn hingeflogen? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Aha, so, hier wollte ich es denn haben.
Oh, ein Trampel da, oder? Meine Gott, nee, also ich bin wirklich ein Tollplatsch da, ein Tollpatsch. So. Gut, schauen wir uns das Ganze mal an. Okay, könnte man theoretisch so ein bisschen als Sonne wahrnehmen, wobei so ganz gefällt mir das ehrlich gesagt nicht. Klar, man merkt halt so, das sollen so Strahlen darstellen, symbolisieren. Naja, vielleicht können wir ja da irgendwas raufstellen oder so und dann ist auch gut. Wir haben zumindest ein bisschen die Wolle jetzt verbraucht und ist ja auch nett. So, hier gegenüber habe ich mir überlegt, weil wenn man jetzt hier so reinkommt, sieht das ein bisschen merkwürdig aus. Deswegen finde ich, fehlt hier schon so ein bisschen Hintergrund. Und zwar habe ich mir überlegt, hier hätte ich ganz gerne, deswegen habe ich hier ganz normal einen Cleanstone. Und ich mache hier mal eben noch ein bisschen Keller kurz, dass man mal ein bisschen noch mehr erkennt. So, erstmal so. Nachher, wie gesagt, positionieren wir die ein bisschen anders hin. So, da ist der Aufzug. Oder, ja doch, Aufzug, Leiter. Und zwar habe ich mir überlegt, hier möchte ich auf jeden Fall so einen Berg hin haben. Hier werde ich also mal kurz spontan mal gucken, so ein bisschen was basteln, was so ein bisschen nach Berg aussieht vielleicht. So in diese Richtung habe ich mir das halt überlegt. Und jetzt werden wir mal gucken, dass wir hier wirklich so einen kleinen, ja, irgendwie sowas in dieser Richtung hierher zaubern. So vielleicht. So. So, so und so. Mal gucken, das Ganze machen wir so ein bisschen spitz nach oben. Wir tauschen dann später auch vielleicht ein paar Blöcke aus oder können wir auch gleich machen. Dass wir zum Beispiel mal ein bisschen Bruchstein haben. Dann haben wir hier so ein bisschen Erde. So, guck mal, zum Beispiel hier können wir so ein Batzen Erde mal hinpacken. So, dass dann so ein bisschen schmutzig auch ist vielleicht der Berg. So. So eine Zacke, dann könnte man da oben schön so ein Kabel da mal raufsetzen. Ja, so nach oben hin so ein bisschen schmuddelig ist. So, dann machen wir daneben wieder ein Cleany hin. So. Dann kann da nochmal so. So ein bisschen natürlich. So, jetzt kommt da oben noch ein bisschen Erde. Huch. Vielleicht ein bisschen höher hier an der Stelle. Da machen wir dann wieder ein Cleany hin. Ja. So, machen wir da noch einen hin. Ja, also wird voll ausgehöhlt. So, da haben wir da so einen Berg. Das sieht sogar so ein bisschen natürlich aus. Finde ich eigentlich ganz cool. Na, da oben lassen wir einfach mal. Da könnte man ja so ein Geheimversteck bauen. So eine Truhe oder so. So, hau, da haben wir ein Geheimversteck. Finde ich ganz witzig. So, ja, würde ich sagen, finde ich eigentlich ganz cool. Können wir wirklich so lassen. Und hier bin ich wirklich am Überlegen, das ähnlich zu bauen. So, dass man hier mal so ein bisschen was hat. Klar, wir geben dadurch ein bisschen was auf an Platz. Aber das sieht im Endeffekt dann aber auch ein bisschen optisch aus. Und das wollen wir ja auch erreichen. Dass wir da so ein bisschen was Optisches haben. So, zack. Noch mal ein bisschen Erde. Zack. Hier nehmen wir wieder ein bisschen Cleany. So. Zack. Zack. Und zack. Ah, von mir aus auch so. Nehmen wir hier wieder ein bisschen Erde. So. Schön wäre, wenn das Gras wäre, was das leider nicht ist. Das heißt, wir müssten das erst zu Gras machen. Was man natürlich machen kann. So schaut das jetzt hier aus. Hier ist jetzt so zu, das kann auch so bleiben. Das ist jetzt gar nicht weiter schlimm. Hier hingegen müssen wir wieder ein bisschen angleichen. So. Zack. Also, ja. Haben wir mal noch ein Cleany hier? Ja, haben wir. Ein Cleany. So. Zack. Und zack. Und zack. Sowohl. So schaut das Ganze aus. Mal schauen.
Ja, wirklich natürlich kann ich jetzt nicht sagen, dass das hier natürlich ist, aber es ist zumindest etwas. Und wenn wir das Ganze jetzt, wie gesagt, auch noch ein bisschen mit Grasblöcken machen, will man versuchen, eine Silk Touch irgendwie zu bekommen. Ah, doch, ich glaube, das mag ich. Sieht, glaube ich, ganz gut aus. So, jetzt kommt ja hier, das dürfen wir nicht vergessen, natürlich auch ein bisschen Sand hierher. Deswegen habe ich hier auch ein bisschen Sand mitgenommen. Das tauschen wir natürlich später dann auch noch aus. Ja, das ist jetzt natürlich Quatsch, dass wir das jetzt hier bis unten hingezogen haben, weil das verschwindet eh. Aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt auch egal, weil wir machen jetzt hier erstmal eine komplette Dick aus Sand hier. So, dass wir schon mal einen Boden haben. Weil es bleibt natürlich nicht so mit dem schwarzen Boden. So, erstmal hier so diesen Abstand. So. Jetzt überlege ich mir natürlich, wo möchte ich denn überhaupt irgendwie etwas hin haben? Ich finde nämlich ganz cool, wenn hier vielleicht. Na, mach mal ruhig ein bisschen breiter. So. Ja, genau, wenn hier zum Beispiel. Das würde ich ganz gerne, ehrlich gesagt, noch ein bisschen weiterziehen. Ruhig ein bisschen verbreitern. Ja, der kann auch noch weg. Den möchte ich ganz gerne hierhin haben. Den möchte ich ganz gerne dahin haben. So. Zack. Und zwar werde ich hier mir einen See bauen. Hier kommt dann überall Wasser rein. Das nehmen wir schon mal weg. Und das machen wir jetzt. Wir gehen jetzt mal nach oben und holen uns mal ein paar Eimer. Beziehungsweise zwei Eimer. Ah, ich habe die im Rucksack, wa? Ich glaube, ich habe die im Rucksack und ich habe jetzt keinen Gott. Aber ich werde jetzt auch keinen Gott holen, weil ist ja Blödsinn, weil das benutze ich ja nur zum Farmen. Deswegen, wir haben so viel Eisen. Ich investiere jetzt einfach mal ganz frech zwei Eimer. Und die befüllen wir mit Wasser und dann machen wir natürlich sofort. Ich muss mal eben gucken. Aber wir haben die auf jeden Fall. Vielleicht sind sogar hier welche drin, Mensch. Ja, einen haben wir. Gut, einen Eimer haben wir. Einen zweiten holen wir uns eben. Da brauchen wir drei Eisen. Das ist ja alles kein Problem. Zack. Da machen wir uns doch mal eben ein. Ein Eimerchen. So, da haben wir ihn. So, da machen wir eine unendliche Wasserquelle erschaffen. Wasser müssten wir nämlich da sowieso haben. Eine unendliche Wasserquelle. Ja, haben wir. Ohne weiteres. Kein Problem. So, und das Ganze bauen wir uns da unten natürlich auch auf. Coole Sache, coole Sache. So, bin ich mal gespannt. So, wie wollen wir denn die aufbauen? Jetzt muss ich natürlich erstmal kurz mal gucken, wie wir die aufbauen wollen. Das heißt, wir nehmen mal kurz nochmal Sand. Das wird ja eh Sand hier. Eins, zwei, drei. So, so. Und so. Sollte eigentlich funktionieren. Zack. Und zack. So, und nun geht er ab dafür. Und füllen wir das Ding hier mal komplett mit Wasser. Oh, das wird aber eine schöne Oase werden. Da freue ich mich drauf. So. Ja, das verbindet sich noch nicht. Es sind noch wilde Fluten hier. So. Da geht es jetzt langsam los mit dem Verbinden. Hier auch. Den können wir uns holen. Das müsste sich jetzt auch verbinden, ne? Ja. Jetzt hier noch. Ja, und da verbindet sich das Ganze. Prima. Ja, und damit haben wir jetzt hier einen schönen. Okay, da noch nicht. Diese Villa hier nicht. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, oder? Sieht ein bisschen komisch aus. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt.
So, und hier sieht noch ein bisschen doof aus. Das heißt, wir werden hier, das werde ich allerdings aus Cobblestone, glaube ich, machen. Werden wir hier, das kennen wir ja schon. Machen wir das so und dann fließt dann hier so schön das Wasser raus ein bisschen. So. Ja, das ist schon mal was. Und von da könnte man theoretisch, wir können uns das ja mal angucken, wie das aussehen würde. Wenn wir von hier... Ja, das sieht natürlich cool aus. Das werden wir auf jeden Fall so lassen. Das können wir jetzt zumachen. Mit Sand. Wir haben ja eine unendliche Wasserquelle. Hier machen wir auch zu. Nun werden wir erstmal hier den Sand verteilen. Das finde ich eigentlich am schönsten, weil so eine ja, schöne Oase, da gehört Sand einfach dazu. Sieht auch schön aus hier, der Sand. Und ja, so bekommt die Sache so langsam Gestalt hier an. So, das machen wir jetzt mal zu hier. Zack. Ein bisschen erkennt man ja was. Finde ich ja ganz cool. Doch, jetzt finde ich es ganz gut. Erkennt man als Sonne. So, jetzt haben wir leider keinen Sand mehr. Das heißt, wir müssen tatsächlich in die Abbauwelt gehen. Mehr oder weniger. Ich überlege gerade, haben wir mal irgendwo noch Erde? Ja. Und zwar müssen wir ja auch Bäume anpflanzen, Leute. Und zwar hätte ich, glaube ich, ganz gerne hier einen Baum. So, dann haben wir wieder einen Sand übrig. Da hätte ich ganz gerne einen Baum. Hier hätte ich gerne einen Baum. Hier hätte ich gerne einen Baum. Hier hätte ich gerne einen Baum. Und da hätte ich gerne einen Baum. So, dann nehmen wir schon mal... Bäume brauchen wir und Sand brauchen wir. Gut, dann brauchen wir auch ein bisschen Bone Meal. Also jetzt bin ich doch fast am Überlegen, ob ich in die Abbauwelt gehe und dort ein bisschen Sandfarm tue. Allerdings, ja, ist die Folge schon wieder fast zu Ende und das schaffen wir gar nicht. Das geht ja immer so schnell. Das heißt, es könnte sein, dass ich gucke nochmal eben nach, ob wir hier irgendwo Sand haben. Quarzblock. Quarzblock. Hier auf gar keinen Fall. Da auch auf gar keinen Fall. Und da hinten auch nicht. Das heißt, wir haben absolut keinen Sand mehr. Das Einzige, was noch sein könnte, ist, dass wir da oben noch Sand haben. Das wäre natürlich noch eine Option, weil wir haben hier unsere Grabbelkiste. Da ist viermal Sand noch. Kies hätten wir noch im Angebot gehabt. Aber das war's auch. Eichensetzlinge möchte ich gerne nur einen haben. Mir wäre nämlich lieber, wenn wir ein bisschen... Ja, wenn wir hier so ein bisschen Dings hätten. Tropenbaumsetzlinge. Aber die habe ich ja, glaube ich, auch. Jawolla, da sind sie. Dann nehme ich mir mal 5 mit. Und dann nehme ich mir hier mal Tropenbaumlaub. Nehme ich mir mal 59 mit. Ranken erstmal nicht. Ich schaue gerade, ob hier noch irgendwo Sand ist. Aber leider ist hier auch kein Sand mehr. Also da müssen wir dann mal gucken, dass wir hier wirklich an den Sand rankommen. Das wird dann in den nächsten Folgen passieren, dass ich da so ein bisschen Sandfarm gehe. Die Abbauwelt ist ja noch nicht so zerlöchert und auf ein bisschen Sand werden wir definitiv stoßen. Weil das brauchen wir jetzt. Das ist ja wichtig. Weil ohne Sand kommt... Oh Gott, sieht das geil aus. Weil wir müssen ja auch eh noch hier schmelzen. Also... Ja, also da ist ganz klar. So, hier mache ich übrigens die Eiche hin. Wer sich fragt, wo will er mit der Eiche hin? Die will ich dahin haben. Tropenbaum möchte ich ganz gerne hierhin haben. Genauso wie hier. Genauso wie hier. Genauso wie hier. Erstmal. So, da haben wir mal gucken, wie das Ganze dann aussieht, wenn es fertig ist. So. Dann haben wir nämlich jetzt schon mal so ein bisschen so schöne, so eine Wiese. Da habe ich auch schon ein paar Ideen, was ich baue. So eine schöne kleine Landschaft. Und ja. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge an dieser Stelle einfach mal ein bisschen früher. Die anderen, die gingen ja auch ein bisschen länger. Und zwar werde ich jetzt erstmal ein paar Vorbereitungsarbeiten machen. Das heißt, in der Abbauwelt.
Und da werde ich jetzt mal versuchen, mal ein bisschen auf Sand, wie gesagt, zu gehen. Vielleicht finde ich noch ein paar Sachen, die wir verwenden können. Und ja, ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen, mit dem, was wir jetzt geschafft haben, insgesamt mit den Folgen. Dass wir doch jetzt mal so ein bisschen hier auf Eldercraft was anderes gemacht haben als sonst. Und ich glaube, in der nächsten Folge, spätestens in der übernächsten Folge, haben wir soweit das geschafft, dass wir fertig sind mit unserem Wellness- und Sparbereich. Ich bin gespannt, wie es dann aussehen wird. Und ich sage schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.